Hallo und herzlich willkommen zu dieser Bitwig Practice Session. In dieser Folge geht es um Paralleleffekte im Zusammenspiel mit dem FX Selector und dem neuen Channel 16 Modulator aus Bitwig 4.1. Und damit ich zum Beispiel sowas in dieser Art machen kann, ich habe ein kleines Stückchen vorbereitet. Wie das geht, das zeige ich euch jetzt. Legen wir da einfach mal los. So, das hier unten ist ein FX-Selector mit mehreren Effekten, einem Reverb, einem Delay und einem Amp. Und hier ist der neue Channel 16 Modulator. Ich rufe gerade mal die Hilfe auf. Und der Modulator macht eigentlich nichts anderes als einkommende MIDI-Signale von diversen MIDI-Kanälen von 1 bis 16, dass man beim Eintreffen von diesen MIDI-Noten-Signalen dann entsprechend irgendwelche Parameter modulieren kann. Und dazu gibt es hier dieses Mini-Display und hier unten gibt es noch zwei Knöpfe. Das eine ist der Lag-Knopf und der Lag-Knopf ist eine Kombination zwischen Attack und Release oder Rise and Fall oder wie auch immer das heißen soll. Das heißt, so auf 7 Uhr ist ein schneller Attack und ein schneller Release. Und je weiter ich das Richtung 17 Uhr packe, ist halt der Attack länger und der Release länger. Hätte mir vielleicht gewünscht, da getrennte Regler zu haben. Generell, dass man das unterschiedlich einstellen kann, aber ich glaube, das ist jetzt auch kein Dealbreaker in der Sinne. Und rechts daneben ist der Global Amount Regler und der Global Amount Regler sagt nichts anderes, dass die Modulation, die ich hier einstelle, wenn ich jetzt zum Beispiel hier was moduliere, so auch wieder einen Knopf und den moduliere ich jetzt zu 100% und der Global Amount ist zu 100% aufgedreht, dann wird dieser Knopf hier zu 100% geregelt. Drehe ich den runter, wird der Knopf nebendran zum Beispiel nur noch zu 40% geregelt und entsprechend, wenn ich den jetzt hier nur auf 50% gehabt hätte und und ich drehe den hier auf 25, wird nur noch die Hälfte von diesen 50%, also auch 25 geregelt und so weiter und so fort. Ihr kennt das Spiel. Das ist im Prinzip schon der gesamte Modulator. Da ich jetzt nicht so viel externe Geräte hier dran habe, benutze ich den etwas anders im Moment auf jeden Fall. Oder habe ein schönes Anwendungsszenario gefunden mit dem. Und zwar, dass ich mit dem FX-Selector verschiedene Effekte auf einer und derselben Spur abwechselnd benutzen kann. Normalerweise habe ich das so gemacht, beziehungsweise, wenn man hier hinten mal guckt, und ich das umschalte, mal eine Pianorolle, dann habe ich hier diverse Noten. Und die Noten hier, die sind, den Inspektor aufmachen, hier unten, die Noten sind alle im Kanal, MIDI-Kanal 1. Und die einzige Note, die nicht im MIDI-Kanal 1 ist, ist diese hier, diese MIDI-Kanal 2. Und jetzt bin ich einfach hingegangen und gesagt, alles was im MIDI-Kanal 1 ist, soll durch den Reverb laufen. Alles was im MIDI-Kanal 2 ist, soll durch den Delay 2 laufen. Normalerweise habe ich das hier Rechtsklick und Add Automation Lane gemacht und habe dann hier die Automation hochgezogen und hinten wieder runtergezogen, sodass quasi nur an dieser Stelle diese Note in einen anderen Effekt reinmündet. Mit dem Channel 16 kann man sich die Automation jetzt sparen. Da sagt man einfach der Note, du bist jetzt MIDI-Kanal 2, die wird trotzdem hier abgespielt, aber diese MIDI-Kanal-Note 2, die triggert dann quasi hier diesen Modulator und der springt dann hier auf das Delay runter. Und vielleicht sollte man hier an der Stelle nochmal darauf hinweisen, diese Modulationen hier oder Modulatoren, die hier drin sind, die sehen die Effekte, Schubladen, sage ich jetzt mal hier folgendermaßen. Das hier ist die Schublade 0, das ist Schublade 1, Schublade 2. Das ist nämlich wichtig. Wieder mal auf 0. Und zwar, wenn ich hier jetzt nach oben regle, ich kann natürlich auch nach unten regeln. Aber wenn ich hier nach oben regle, fängt das bei 0 an.
Das heißt hier. Und dann gibt es so einen Kipppunkt, nämlich bei 0, über 0,5 kippt es in den nächsten Effekt rein. Der geht dann bis 1 hoch, dann bin ich voll im Effekt drin und dann bei 1,5 oder über 1,5 kippt es dann wieder in den nächsten Effekt rein. Das sollte man wissen, wenn man das hier moduliert. Das heißt, wenn ich sicher sein will, dann gucke ich beim unteren Effekt hier 0, beim mittleren Effekt bei dem Delay 2, dann packe ich den schön irgendwo knapp auf die 1 und bei dem Amp irgendwo zwischen 1,5 und 2 am besten auf die 2. Dann. Das heißt, würde ich da jetzt nichts modulieren, habe ich jetzt ein normales Reverb, moduliere ich den jetzt etwas über 0,5, habe ich den Delay 2 mit dem Pitch Shifter, wenn ich über 1,5 komme, bin ich im Amp drin. Dann machen wir wieder schön ungefähr auf die 1. Muss nicht hundertprozentig sein, aber je genauer, desto guter. Und dementsprechend kriege ich dann halt an der Stelle diesen Effekt. Das ist im Prinzip schon der ganze Channel 16 Modulator, wie ich den einfach jetzt gerade bei mir im Einsatz sehe oder habe und wofür super nützlich ist, wenn man mal so kleine Glitzereffekte pro Note machen will oder pro Abschnitt machen will. Was man natürlich beachten muss, gerade wenn man hier diesen FX Selector benutzt, ist gleichzeitig, also wie ich geschrieben habe, Paralleleffekte bezieht sich nur, dass man mehrere Effekte, die nicht ständig parallel laufen, auf einer Spur haben kann. Aber jede Note, die hier zu diesem Zeitpunkt angeschlagen wird, wo es hier einen Wechsel gibt, wird mit dem Effekt angespielt, der ausgewählt ist. Und warum ich das jetzt gerade so kompliziert sage, ist folgendermaßen. Wenn ich hier jetzt noch einen Effekt hinzupacke und da die MIDI-Note 3 nehme und hier das schön auch auf 2, auf den Amp hoch drehe, dann sollte von der Logik her zwar die MIDI-Note 2 auf den hier schießen, aber bei MIDI-Note 3 geht es hier weiter. Und das ist, dieser FX-Selector kann nur einen Effekt zu einer Zeit zulassen. Das heißt, wenn ich das jetzt mache, schießt das weiter von Delay 2 direkt auf den Amp und beide Noten erklingen im Amp. Oder vielleicht so ein Mini-Nanosekündchen Delay, das hört man aber nicht. Man könnte jetzt mal gucken, ob man hier was sieht, ob was beim Delay ankommt. Nee, kommt auch gar nichts an. Das geht sofort weiter zum Amp. Das heißt, gleichzeitige Noten wird immer der höchste gewinnen, sage ich jetzt mal. So, wenn ich den jetzt einfach mal so ein bisschen hier ran verschiebe, dann kriege ich wenigstens hier noch den Transienten, sage ich jetzt mal. So kann ich ein bisschen schummeln, ist eine unter Umständen unschöne Lösung, aber in gleicher Weise dann auch wieder eine praktische Lösung. Wenn es mir nur so um kurze Glitzereffekte geht, die einfach so hier mal ein Delay oder da mal was in den Reverb reingehauen, was jetzt keine langen Noten sind, dafür eignet sich das hervorragend. So, das war's an der Stelle. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann wisst ihr ja, lasst einen Daumen da, abonniert den Kanal, empfehlt und teilt meine Videos weiter. Das würde mich sehr freuen. Und was mich noch wesentlich mehr freuen würde, ist, wenn ihr ab und zu mal einen Kommentar da lasst und erzählt mir gerne, ob ihr das auch benutzt, wie ihr das benutzt, ob ihr lieber Automation nutzt oder ob ihr eine ganz andere Technik habt, weil ihr alles komplett auf viele Kanäle oder Spuren aufteilt. Man könnte jetzt ja auch für alles eine eigene Spur aufmachen. Alles möglich. Und würde mich einfach mal interessieren. Und dann hoffe ich, ihr bleibt gesund und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut. Bis dann. Ciao, ciao.